Wir wollen auf die andere Seite des Anwesens. Aber ich schaue mal kurz auf die Karte. Also. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Hä, Moment. Ganz hier. Treppen. Treppenhaus. Also, ach genau, hier ging es ja rein. Durch den Wintergarten sind wir dann vorhin schon durchgekommen. Man sieht übrigens schon anhand der Farben, wo noch was ist und wo was, wo schon was abgeschlossen ist. Das finde ich zum Beispiel echt ganz gut, dass die Karte, also dass man nicht irgendwie. Guck mal, was ich gerade auch sehe. Siehst du dieses grüne Ding? Das heißt, auch das kannst du jetzt öffnen. Genau, da habe ich den Schlüssel für. Das heißt, einfach gerade durch und dann nach rechts in die Bibliothek. Und ich glaube, eins der Ziele war ja auch in den kleinen Salon kommen. Und hier sehen wir auch, hier ist noch ein Rätsel zu lösen. Also da, wir sind auf dem richtigen Weg. Ach, guck mal übrigens, warte mal. Hier konnten sie das Modell von dem Vogel gleich nochmal verwenden. Das ist im Intro. Recycling. So. Wie ein Schlüssel aus. Jetzt sind aber doch alle Schlüssel weg davon, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, das war der zweite. Das ist immer so eine leichte Film-Noir-Musik. Ja. Echt nett. Aber sie macht's wirklich. Sie geht jetzt erstmal sich eine rauchen. Good evening, Miss Hartwood. That is your name, isn't it? I would be terribly embarrassed if it wasn't. You're right. Emily Hartwood, Jeremy's niece. Nice to meet you. Ruth Talon. Okay. Nu? Is that perique you're smoking? How terribly quaint. Maybe so, but I like it. Would you care to share some? That smell is making me feel very nostalgic. Das ist übrigens auch so geil. Sie behält ja für die Zwischensequenzen den Level an Schaden, den der Charakter gerade aktuell hat. Das ist wie das Blut bei Dragon's Dogma. Bei Dragon's Age. Is it all that you hope for? I enjoy your light mockery, Miss Hartwood. I can tell we would make great friends. How flattering. Too bad you're locked up in this place. Your insincerity is really refreshing. I wish you were mad as I am, then you could stay. Give it a few years and I might just be. Lunacy is one of my family's few privileges. Oh good, I'll be looking forward to it. Okay. You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone here is really strange, and it's hard to know what to make of anything you hear. Occasionally, it sounds quite exciting, though. Good versus evil and all that. I'm sorry, but I don't think I have anything useful to share. It doesn't matter. Thank you for the much-needed break. Bon voyage. So, sogar über dem Kamin hängt das gleiche Bild, was auch im Schlafzimmer gerade hing. Nein, das ist ein völlig anderes. Dasselbe Motiv. Ja, im Dutzend billiger. Fast ja, schon. Ach, ganz ehrlich, aber wie viele gucken da so genau hin? Ich glaube, viele merken das nicht mehr. By how much she enjoyed the company of Ruth. There was something familiar and friendly about her. Like they were old friends that simply forgot about each other.
Ja, hier, warte mal, pass mal auf. Ich stelle mich mal ins Licht. Und jetzt nehmen wir mal hier so einen Drink. Hast du gesehen? Jetzt ist er wieder, jetzt ist er wieder geheilt, jetzt ist er wieder sauber. Lost Plantations of Louisiana, Terry Bricklow, 1917. The Assetto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. The Assetto kept a modest production of barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, the Assetto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of the Assetto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. The Assetto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1, 1907, Inspector Legras of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt the Assetto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an... Ja, sorry, falsche Maustaste gedrückt. Nicht schlimm. Das war irgendein Buch, war das da oben vielleicht? Ah, hier, verloren. Wo waren wir da stehen geblieben? Das war mein Name. Stattdessen wurde das Haus in eine Künstlerkolonie verwandelt. Die Astat-Künstlerkolonie war eine erfolgreiche Gruppe von Künstlern, zu der unter anderem der Maler Henry Cassell und die Poetin Nora Keith gehörten. Die Gruppe war außerdem für ihre Mardi Gras-Gruppe die Piraten von Pontchartrain beliebt. Am 29. September 1915 schlug ein tropischer Sturm eine Schneise durch Louisiana und New Orleans und wurde von den Wassern aus dem See Pontchartrain überflutet. Da das Assetto so abgelegen liegt, erfuhr die Außenwelt erst zwei Wochen danach davon, dass die Kolonie verlassen worden war. Die 12 Künstler waren alle spurlos verschwunden. Noch heute steht das leere Anwesen von De Assetto an der Küste des Pontchartrain-Sees und seine Tempelfassade ist immer noch intakt. Die Familie Ledoux hat momentan kein Interesse daran, das Haus zu renovieren. Ja, aber einen kleinen Rückblick, was da alles schon los war. Also fanatische Kults, Rumtreiber, Kinderentführer, Künstlergruppe, Sturmunglück. Und jetzt weißt du auch, warum die verschwunden sind wahrscheinlich. Ja, ja. Wow, oh. Was ist das? Thea. Sieht so aus, ne, Thea? Irgendwie sowas. Der Klasse. Ein Holzenschneider.
und wieder raus. Aber der Bolzenschneider, den hast du jetzt noch, ne? Den habe ich jetzt noch, ja. I don't understand what's happening. Deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig, so einzuschätzen, was, wie viel davon jetzt echt ist und was nicht. Weil du kriegst ja auch Sachen da raus. Kriegst da raus, stimmt. Now this'll come in handy. Jetzt habe ich eine Shotgun. Ho, ho, ho. It's wet shot. Ach, guck mal, hier ist jetzt ein, wie heißt das, so ein Keil. Ach, von der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Mhm. Ach nee, warte mal. Ich will ja gar nicht hier lang. Ich will ja zum... Whoop. Ja, das sind Gegner. Also man merkt auch, dieses Kampfsystem ist nicht für enge Räume gemacht. Nee. Ich würde gerne die andere Waffe... Das ist ja bescheuert gewesen. Konntest du nicht wechseln? Aber wie jetzt auf der 2? Jetzt geht's. Jetzt hat er sie genommen. Okay, einfach vielleicht aber ein bisschen zu viel alles aufeinander. Ja, wie gesagt, also man merkt auch so ein bisschen an, so ganz perfekt technisch rund läuft es nicht. Ja, das ist alles ein bisschen clunky. Und ich bin sowieso in die falsch gelaufen. Ich wollte gar nicht hier lang, ich wollte in den Garten. Garten noch, ne? Ja, ja. Ich habe ja die Tür aufgemacht. Hier hatten wir jetzt schon alles, ne? Karte. Jo. Ja. Guck mal, da sieht man zum Beispiel auch unten, da geht es schon gar nicht mehr in die Küche rein. Wird auch gar nicht angeboten. Nee, ist wahrscheinlich nur so ein Intro-Gebiet wirklich, ne? Oder meinst du, kommt man später nochmal rein? Weiß nicht. Ah. What are you doing sneaking around? You almost scared me to death. I'm sorry. I didn't mean to disturb your ritual. I wouldn't have guessed voodoo was in practice at a place like this. The doctor may be all about science, but I know these roots have power. Do you know what's going on here? I have a feeling Dorsetto is cursed. There are several players with stakes in this game. Dorsetto isn't cursed or blessed. It's a battleground. And it would all be a lot better if you could get your uncle out sooner than later. That's all I'm trying to do. I wish you the best of luck, Miss Harwood. I really mean that. Now, if you'll excuse me, I need to look after my gumbo. Aber auch hier wieder, ne? Der Seto ist ein Schlachtfeld, also. Da sind Mächte am Werk. Könnte meinen, da gibt's Foreshadowing. The housekeeper buried something in the flower patch beneath one of Dr. Gray's windows. She was singing in some Creole language, performing a peculiar bourgeois voodoo ritual. Certainly not an unfamiliar sight in the French Quarter. But voodoo had never felt this bitter to Emily. Was auch ganz cool ist, auch dieser Satz jetzt hier, Voodoo hat sich nie so bitter angefühlt für Emily, wird schon mal ein bisschen etabliert, dass die Figuren, dass Voodoo ein Teil der Welt von diesen Figuren ist, ne? Also, ja. Dass es einfach zum Leben in New Orleans dazugehört. Ja. Aber vielleicht hätte man das früher ein bisschen mehr etablieren müssen, dass das Teil dieser Welt ist. Für uns so als Außenstehende. Ja, vor allem,
es ist ja nicht nur ein Zeitsprung, es ist ja für uns auch ein kultureller Sprung, ne? Ja. Also Voodoo ist ja hier in Deutschland zumindest meines Wissens nach nie so groß gewesen wie da. Nee, also nicht mal ansatzweise. Man kennt das ja auch nur so aus Filmen und Büchern irgendwie. Ja. Und dann auch wahrscheinlich eher immer in dieser gruselig verklärten Variante. Ja, total. Ja, Hauptsache immer irgendwo noch eine Voodoo-Puppe und dann ja. Ne, so Indiana Jones-mäßig. jetzt verstehe ich ihn. Jetzt kommt der Eimer einfach nach oben, ne? Ja. Und da liegt wieder ein Teil drin. Und dann hast du zwei. There we go. Siehste, Emily ist voll meiner Meinung. Waren ja auch nur zwei Stücke, die gefehlt haben bei der Uhr, ne? Ja. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich zwei Stück. Ho, ho, ho. Aber diese Figuren sind doch so geil. Ich frage mich die ganze Zeit immer, ob das irgendwie schon so Hinweise auf Gegnertypen sind oder was das soll. Ich würde eher denken, dass es die tatsächlich gibt, diese Kunststücke. I think I've seen this somewhere. Oh, das kann sein. Also das Ding ist in der Mitte, das heißt... Genau. Das kommt dahin. Hier hin. Ne, das muss nach unten. Nee, ne? Muss nach unten. Genau. Achso, warte mal, das muss aber noch gedreht werden. So, jetzt. Das kommt dahin, muss nur gedreht werden. Guck mal, der da drüber, der ganz links oben, der hat auf die... der hat so ein Blutding, da kommt doch bestimmt an dieses Blutding da unten. Diesen so einen roten... Der hat auf jeden Fall noch so einen kleinen, der hat hier noch so ein Ende dran. Siehst du das? Seh den mal. Schau mal. Passt. Und damit kommt er dann, nicht so ganz, aber ja. Auf jeden Fall besser als bei den anderen Stellen. Ich glaube aber da oben, hier hin. Es gibt sonst aber keine andere Stelle, wo es noch sein könnte. Ja, also das passt jetzt. Ist nur die Frage, ist das hier die richtige Ecke für ich das, könnte oder müssen die? Die müssen vertauscht werden. Tauschen? Aber das hätte ich dir nicht mal sagen können. Das sind auch so Sachen, ich kann nicht erkennen, woran ich das jetzt vielleicht an den Mustern, die noch drauf sind. Aber das sind so Sachen, es gibt manchmal so Rätsel, wo es absolut keine Hinweise für gibt. Die Uhr, da steht jetzt wahrscheinlich einfach Zahlen drauf, ne? Zum Beispiel, es gibt in Prince of Persia Warrior Within so, da gibt es immer vier Schalter für so ein Portal, mit dem man die Zeit dann verstellen kann. Ja. Und man muss die in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren, sonst muss man immer wieder von vorne anfangen. Und ich weiß bis heute nicht, woran man die Reihenfolge erkennen kann. Man probiert es einfach wirklich blöd aus, bis es passt. Es gibt es aber wirklich in manchen Spielen, dass es einfach diese Art von Rätsel gibt. So was haben wir hier? Wir haben auf dem kleinen Kreis eine 3, auf dem großen eine 6. 3, 4, 6. Nee, 6 auf dem kleinen Kreis genau, 3, ne? Und 6 auf dem großen. Wir sind so klug. Fantastisch. It's showing me something. That's just the hallway outside Jeremy's room, isn't it? Möglich. Erstmal mit einer Schrot. Gleich mal die Schotze ziehen. Dieses, oh, da könnte was sein, dann dieser Wechsel aufs Bild zu. Ich hol die Pumpgun raus. Emily deserved a sense of triumph, but she was too on edge to appreciate her success. There was no reasonable explanation why the talisman let her open up this other world. Was this really happening, or was this somehow all in her mind?
There was no time to question her own sanity. She had to find Jeremy. If he was here, she thought, would she find Jeremy in the hateful mound? Das ist ein hasserfüllter Hügel wieder. Das hören wir auch nicht zum ersten Mal. I did it. I opened up another dream. Schleichst du? Ah ja, ich habe Steuerung gedrückt. Ups. Dieser Abschnitt hier mit dem Ölbohrturm war, glaube ich, mit einer so der ersten Abschnitte, die man auch so an längeren Gameplay gesehen hat. Stimmt. Verzeihung, kommt super bekannt vor. Auch schön mit den Fliegen, die um die Pflanze herum düsen. Ja. May 1923. Monday. All okay. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance. Service bridge close to broken. Wednesday. Prospectors reluctantly agreed to show the burial mound to Mr. Hotwood, a painter, who read about our finds in the papers. He means to return tomorrow and try to find a way inside. Thursday. Mr. Hotwood's efforts delayed. Workers seemed nervous about his presence. Hotwood promised not to return to the compound. Instead, he has taken up an offer by L'Officier, the riverboat captain, who means to pilot him to the site tomorrow morning. Hopefully that's the end. Work can resume. Maintenance. Bridge from the oil tower to the bayou has collapsed. Sabotage suspected. This is the devil that guards us now. Okay. Ich glaube ja nicht. Was könnte das wohl sein? Aber es ist mit diesem der hasserfüllte Hügel. Da war schon mal irgendwo was mit von wegen hier. Das hat er in seinem Buch gehabt, so mit, wie er da hingekommen ist und davon erzählt hat oder irgendwie sowas. Ja, und auch irgendwie, dass sie da einen Teufel, irgendwo stand was mit von wegen da, einen Teufel freigelassen. Wow. Achso, sie schlägt die Türen auf, wenn sie durchrennt. Könnte auch ein bisschen was aus Batman sein, mit dem mit den ganzen, wahrscheinlich sind es ja Fledermäuse, die da rumfliegen. Ja. Hast gesehen, dass was im Hintergrund lang geschwommen. Ja. Ich hatte gerade den Eindruck, dass hinten, da wo du gerade drauf geguckt hast, da auf diesem Wasser, dass da auch schon, nie draußen, was sich bewegt hat, aber... Echt? Ich glaube schon. Sag doch solche Sachen nicht. Ist auch so geil, dass diese Schließanimation alleine geht, aber ich kann dann in dem Moment nichts gegen machen. Jetzt ein bisschen schade. Ist auch so cool. Mhm. Sie findet jetzt hier, ist wieder so Last of Us-mäßig, sie hat halt jetzt hier eine Box mit Patronen. Und da war halt jetzt eine Patrone. Ah, nee, sie kann nicht mehr nehmen. Ah, okay. Ah, okay. Bei, was haben wir? Bei 20 Schuss ist Schluss. Nee, guck mal, hier, 27 Schuss ist ihr Maximum. Also eine volle, also sie kann 20 Patronen tragen und ein Magazin. Volles Magazin, ja. Mehr geht nicht. Ach, guck mal, da haben wir das. Hat sie nicht eine Tasche dabei? Nee, sie hat keine Tasche dabei, ne? Nee, stimmt, sie hat ja nur ihre Jackentaschen. Man fragt sich eh, wo sie die Shotgun eigentlich versteckt. Ich sag's auch immer wieder, wenn man sowas macht, vor allem wenn man nur eine überschaubare Anzahl an Waffen hat, machst wie bei Indiana Jones Legende der Kaisergruft, dann hat der die halt alle auf dem Rücken. Ja. Musst du damit leben. Ja. Ja, oder bei, war das nicht bei Max Payne 3 auch, wo er dann die Waffe so geil in die Hand nimmt? Ja, genau. Also in die andere Hand quasi. So. Guck mal hier.
Der Hebel. Der Brückenhebel. Ah, here we go. Und da haben wir schon was gehört. Ich wollte sagen, das klang doch gerade schon sehr, sehr verdächtig. Ein Rohr. Jetzt habe ich ein Rohr oder eine Spitzhacke. Ich bleib mal bei der Spitzhacke, die sieht ein bisschen tödlicher aus. Mich würde mal interessieren, ob das wirklich einen Unterschied macht. Guck mal, ich habe dem jetzt sogar hier mal so ein Bein abgehackt. Immerhin. Dismemberment. Aber es sieht so undynamisch aus. Ja, ist es auch. Ja, also was die Kämpfer angeht, einfach schnell durch und dann ist gut. Das Gute ist ja, dass du tatsächlich in gewisser Weise, ja wirklich auch hier Schwierigkeitsgrad und Rätselgrad, beziehungsweise die ändern sich ja nicht, sondern ich glaube, es gibt nur mehr oder weniger Hinweise. Genau, du kannst ja wenigstens losgelöst voneinander einstellen. Ja. Also du kannst ja wirklich auch da was zum machen. Glück. Zum Glück, muss man auch Gott sagen. Gott sei Dank. Da tausche ich aber das Ding trotzdem mal ein, weil es war schon zugeschlagen. Ja, es wird nur unten angezeigt, wenn es kurz vorm Brechen ist. Aber wenn ich schon dreimal zugeschlagen habe, dann ist das bestimmt nicht allzu gut. Ja. Ach, guck mal. Eine geheimnisvolle, versteckte Kuhle mit nichts. Ich glaube, da sind diese Dings hier, diese Sammelgegenstände drin. Ach so, das kann natürlich sein. Ich dachte auch, dass das so ein bisschen guckt, auf wie viel du hast an Munition. Wenn du voll hast, dann packst du vielleicht auch nicht überall was rein oder so. Aua. Das macht es tatsächlich. Also Munition und so gibt es einem dynamisch. Da ist der Mund weg. Also das stimmt, Munition kriegt man, wird quasi dynamisch so reingelegt. Dass es halt fast immer so halbwegs fair bleibt. Und jetzt gibt's einfach gar nichts mehr. Hätten wir mal nichts gesagt. Naja, also wie gesagt, das macht's glaube ich dynamisch. Und ich glaube, es hängt auch vom Schwierigkeitsgrad ab, wie viel du dann so kriegst. Wir haben ja auch relativ viel. Also ja, wenn ich diese ganzen Wurfgegenstände hier, kann ich das zweite dahinter gar nicht greifen. Komisch. Guck, da ist noch jemand. Da direkt vor dem. Ach Weg. Da, ja. Hm. Warte mal, habe ich irgendwas zum Werfen? Also eben stand da richtig viel rum. Also bestimmt. Das sind aber alles nur Nahkampfwaffen. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Wenn die Viecher zu spät kommen, dann mit dem Paddel. Wenn die sich nicht benehmen, Paddel. Paddel. Das ist auch wieder freie Meinungsäußerung, Paddel. Paddel. Straight to jail. Straight to jail. I can break this, I just need something to hit it with. Oh, das ist noch einer. Jetzt gab's doch bei den Simpsons den alten Mann, der einmal als Lehrer aushelfen sollte. Und der immer gesagt hat, so, ja, wenn ihr nicht artig seid, gebt's einem mit dem Buddel. Ich muss da immer an diese Szene aus Parks and Recreation denken, wo die Gastleute aus irgendeinem anderen Land kommen, wo die dann halt so schockiert sind darüber, wie viel Meinungsfreiheit die Leute haben und so. Straight to jail, straight to jail. Schau mal, hier stehen sie schon. Tatsache. Die lock ich jetzt mal nicht an. Nee. Warum? Straight auch? To jail. Wow. Das Design ist auch echt gar nicht schlecht. Das ist nur einfach irgendwie völlig langweilig, gegen ihn zu kämpfen. Oh cool, da hinterlässt sogar blutige Fußspuren. Blutabdrücke, ja. Das erinnert mich ein bisschen so an Swamp Thing. Ja. Da ist der Blut. Es sind schon Fledermäuse, ne, die da rumfliegen. Ja. Ich frag mich nur, warum. Ist das wirklich so deren Ding? Im Feuer rumfliegen? Vielleicht ist das so von
also von Batman so gelernt. Darauf trainiert mit so einem Geräuschsystem. So war das doch beim ersten Batman Begins, da ruft er die doch auch ja. Dann für seine Flucht in seine Szene. Was ist das da drin? Da sind wir angekommen. Das ist das, das halb aufgerissene Zimmer, ne? Genau. Oh, Gegner, Gegner. Ach, guck mal, den hat es jetzt zumindest so ein bisschen zur Seite gerissen. Ja. Ich glaube, es ist vielleicht auch nicht unbedingt nur das Trefferfeedback bei denen, sondern auch, dass deine Figur einfach die ganze Zeit gleich haut. Weißt du? Also die macht ja ihre Schläge und bewegt sich die ganze Zeit genau gleich weiter, egal ob der Feind getroffen ist oder nicht. Sie geht ja auch durch den Gegner durch. Also, genau. Das hat für sie keinen Unterschied. Jetzt habe ich keine Nahkampfwaffe mehr. Regal. Aber lag nicht noch hier irgendwo eine rum? Sonst kannst du, glaube ich, auch nochmal... Ja, guck mal da. Nee, das ist ein Wurfgegenstand. Es geht nochmal zurück, da lagen doch super viele. Und ah ja, stimmt. Hm. Ja, guck mal. Weil es sein kann, dass das eine von den Waffen ist, mit denen ich sogar schon ein, zwei Mal zugeschlagen habe. Aber noch, also es ist noch nicht das Icon drin, ne, dass sie eben die kaputt geht. Noch ist alles gut. Soll ich schleichen? Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Oh shit. Oh. Oh shit. Das hat alles irgendwie so gut geklappt. Irgendwo war doch noch ein Zombie. Ja, hier. Der hängt auch einfach fest. Kann gar nichts machen. Weißt du was? Probieren wir doch mal unser Shotgun. Okay, ich glaube, das ist aber, weil du da die Flasche kaputt gehauen hast und nicht, weil du jetzt Brandmunition hast. Was ist denn hier los? Ich jetzt auf einmal Brandmunition. Das wäre mir neu. Boah, mich würde mal interessieren, ob die Gegner irgendwie so Begrenzer haben, also so Punkte, wo sie nicht drüber hinausgehen, weil sonst hätte sie ja auch eiskalt an denen vorbeilaufen können. Ach so, ja. Damn it, there has to be a way to get to the other side. Hebel, den du auf gar keinen Fall ziehen solltest. Ich habe die ganze Anlage in eine Lavalandschaft. Ich kann sagen, du bist auch so eine wandelnde Dampfwalze. Volumetrisches Licht, einfach immer, das ist so gut. Ist geil. Bin da so ein Fan von. So manche technische Errungenschaften sind einfach geil. Vor allem, wenn es dann halt sowas ist, was nicht mehr so durch irgendwelche Tricks oder so gemacht werden soll, sondern wo du einfach wirklich drauf zurückgreifen kannst. Ne? Ja,
Just don't look down, Emily. Hier gerade der Nebel, wo sie so ein bisschen so durchgerutscht ist. Ja, cool. Das hat halt einfach voll was. Also, es sieht auch, das jetzt hier sieht richtig, richtig gut aus. Die Bäume sehen toll aus. Auch dieses, weißt du, das ist auch einfach geil mit diesem leicht grünlichen, dann da drin, dieser orangene Gegenfarbton. Und dazu jetzt ein bisschen diese verzerrte Musik im Hintergrund. Lampe nicht anhatte. Dann tschüss. Wir haben auf jeden Fall unseren Teufel gefunden. Guck mal hier. Das war auch in einer von den Zeichnungen schon mit drin. Stimmt. Dass so Leichen auf solchen Stelzen liegen. Man hört das Viech auch immer noch, ne? Hörst du das? Ja. Hateful Mount Jeremy mentioned in his book. Yeah. Jeremy, you dropped your... Mrs. Marcus? Get off of me! What are you doing here? Trying to find my uncle. Jeremy is your uncle? Could you please? Thank you. And it's Miss Hartwood. You don't remember me? I remember you, Mr. Bois. I met your brother, Baptiste, earlier. I suppose he hadn't found Jeremy either then. We spread out to find him. Can I have this? I'm trying to get to Tarawea. Fine, believe the rest. I just want Jeremy to come looking. We have to leave before it comes inside. What? Where? Come quick! Oh, God damn my soul. Diese Übergänge sind so geil. I'm back at Dorsetto. The dream of the grave under the chenier suddenly vanished, and Emily found herself back at Dorsetto. Instead of Jeremy, she found Lottie, who, just like her brother Baptiste, reminded her of John, who died so bravely in the war. She pushed her painful memories out of her mind and returned to her investigation. She still needed to figure out what to do with the boiler. Hast du... was ist das? Hast du es gerade gehört? Ja. John, der so tapfer im Krieg gestorben ist. John Marcus. Ihr To-Be-Ehemann, der
nicht to beat wurde. Also ehe man im Krieg mutig gestorben. Malspachtel, für die Malerei gedacht, aber dünn genug, um durch einen Türschlitz geschoben zu werden. Und Überlegungen zur Macht des Verderbnis. Nee, des Verbs in was? In bestimmten Reflections on the power of the verb in certain texts. Tatsache. By Juan Luis Jorge. Okay. To act is in itself divine. Even the slightest movement of our hand is evidence of our soul in motion. Yet our free will is so easily overwhelmed by the dullness of everyday life. Our actions become rote and rigid, in spite of luxury and comfort. True divinity is found in the choice of leaving the stage where we all perform. People who discover this freedom unexpectedly will be struck by the terror of this revelation and become paralyzed, or worse, turn to suicide. However, if you are able to weather that storm, you will discover that there is a divine path beyond that fear. There is a chance to dismount your destiny and make something new. Something that hasn't been planned for or predestined. There is difficulty in explaining this type of acting as it transcends our everyday choices. This isn't some banal decision choosing one career over the other, or even who I should marry. Leaving the stage, no matter how, isn't a matter of course correction. It's a rejection of the story that the creator is telling. Ist ja auch harter Tobak hier. Mhm. It's wet shut. Ach so, ja klar, jetzt kannst du einfach den Spachtel da weg, mit dem Spachtel das wegschieben. Hätte wahrscheinlich auch mit etlichen anderen Gegenständen nein, funktioniert. Nein. The Barlow Lens. Instructions. To double the magnification of your telescope, simply fit this Barlow lens to your instrument. Then operate the fine tuners to adjust the distance between your lenses. This is easily done while looking through your eyepiece. Simply search for a position where your picture is clear and appears flat. When correctly tuned, your telescope should present a clear picture with magnificent magnification. Magnificent! Ja, wie eine richtige Werbung einfach. Ja, ja oder wie diese, aber es gibt ja oft so diese überenthusiastischen Anleitungen für irgendwelche Sachen, die ja, man gekauft hat, die keiner liest, aber die dann immer so total überschwänglich sind und mit sehr viel Elan. Guck mal, jetzt haben wir einen Kellerschlüssel. Und im Keller hieß es ja auch, könnten wir ein Ventil finden. Genau, für den Heizkessel, ne? Damit wir den ausmachen können und dahinter können. Heißt aber auch, du hättest die Reihenfolge nicht aussuchen können. Zumindest bei dem jetzt nicht. Nee, das stimmt. Ich will ja mal kurz die Karte befragen. Also, wir sind jetzt hier. Da ist noch was zu machen. Lottis Zimmer ist noch was zu machen. Und beim Sekretär, da ist das ist der Tresor. Genau. So. Dann haben wir... Hier ist der Dachboden. Dann haben wir das erste Stockwerk. Da waren wir in den Zimmern. In Jeremy Hartwoods Zimmer ist noch was drin. War das zufällig? Warte mal. Da stand doch noch... Schlüssel. Nee, da stand noch so eine Kofferkiste, glaube ich. Eine Truhe, ne? Und da ist aber ein Schlüssel davor. Jetzt können wir hier ins Wohnzimmer. Genau. Aus der Galerie. Also das ist hier ist die Uhr, ne? Genau. Dann und ganz unten im Keller müsstest du jetzt auch irgendwo einen Schlüssel reinpacken können. Da. Das ist echt cool, dass das markiert ist, wo der genau, also wo du durchgehen kannst. Ja. Stimmt, das ist dann hier hinten durch. Und im Kesselraum sind noch diese zwei Lösungen. Das heißt, wir können zum Keller und wir können ins Wohnzimmer. Dann wäre mein Vorschlag, wir machen in der nächsten Folge einfach beides. Ja. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.